Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy mit mir, den Lataxis. Bevor wir mit der Hauptstory weitermachen, würde ich sagen, gehen wir erstmal zur Haustür und beenden damit die Quest mit diesen Schlüsseln, die wir letztes Mal angefangen haben. So, aber ich glaube, da benutzen wir die Schnellreise, ne? So, da laufen wir jetzt nicht durchs ganze Schloss. Müssen wir auch hier zum Gemeinschaftsraum, ne? Von Slytherin. Richtig verstanden habe, müsste da auch eine Truhe stehen, die wir uns dann anschauen sollen. So, da steht sie doch schon. Das ist meine Haustruhe. Ich muss nur die Marke einsetzen. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um die zu öffnen. Viel okay. Mehr, wie es aussieht. Oh ja, viel mehr. 16 Stück brauchen wir insgesamt. Oh Mann, hätte ich die Quest doch viel eher gefunden. Jetzt wird es natürlich ein bisschen komplizierter, die ganzen Schlüssel zu finden. Weil wir Hogwarts natürlich schon so gut wie abgesucht haben. Na gut, mal gucken, ob wir die Truhe noch voll kriegen hier. So. Was machen wir denn als nächstes? So, wie gesagt, wir haben noch eine besorgte Mutter. Aber ich würde sagen, wir machen hier mit der Story-Quest weiter, weil wir vom Level her natürlich um einiges drüber sind, ne? Und vielleicht entdecken wir auch dann noch die Diri-Calls irgendwo. Weil wir sollen ja auch weiter unten in den Süden uns mit Sebastian wieder treffen. Aussichtspunkt. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Quest. Ha? Jetzt so als nächstes. Aber vorher müssen wir auch nochmal verkaufen. Dann schauen wir auch nochmal eben hier rein, was wir hier alles Neues haben. Nee, das wollte ich doch. Ich hasse das, wenn ich diese Ausrufezeichen überall zu haben. So, weg. Weg damit. Hier haben wir auch noch irgendwo was Neues. Anders jetzt. Aber wahrscheinlich die Karten, die wir gefunden haben, ne? Die Handbuchseiten. So, dann müsste ja noch eine Handbuchseite hier sein. Eine neue. Da, im Buch, genau. Das waren die beiden Bücher, die wir in der letzten Folge gefunden haben. Die Handbuchseiten. So, ja, Zauber können wir auch noch neu lernen, aber wie gesagt, ich warte noch. Rückstoßlos, okay, Flipendo hat auf Gegnern denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Das ist super. Ja, ich weiß noch nicht, wo ich die jetzt reinsetze. Im Moment kommen wir ja ganz gut klar. Und hier haben wir dann nochmal neue Sachen bekommen. Aber wahrscheinlich auch nichts Vernünftiges. Und wie gesagt, 26 von 28. Wir müssen auch erstmal verkaufen gehen. Bevor wir hier weitermachen. So, wie gesagt, dann reisen wir mal nach Sebastian. Da müssen wir wahrscheinlich hier ganz unten in Süden. Weltkarte. Ganz unten in im Norden. Ich dachte, wir kommen in Süden. Na gut, dann gehen wir hier in Norden. Nehmen wir den Schnellreisepunkt. So, und da ist auch ein Händler, da können wir dann auch direkt erstmal verkaufen. Vielen Dank für die großzügige Hilfe. Velio. Wonach suchen Sie genau? Ich suche da nichts, ich will Sachen verkaufen.
So langsam haben wir wieder ordentliche Summe in der Tasche. Ich danke für Ihren Besuch. Ja, ich danke auch. So. Komm, dann wollen wir mal nicht so sein, ne? Ein bisschen Trinkgeld hier. So, bitteschön. Deine Mühen. So. Wir müssen in die Richtung. Ah. So, dann wollen wir mal schauen, was Sebastian von uns möchte. Anne geht es immer schlechter. Wenn die Chance besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Dafür brauche ich deine Hilfe. Triff mich außerhalb von Feldcroft, in der Nähe der Katakombe. Ja, ich bin doch schon da. Siehst du mich nicht? Eulenpost kam jetzt ein bisschen zu spät, finde ich. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so vom Skriptorium und Slytherins Buch abgelenkt, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es besteht eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Vielleicht können wir unentdeckt bleiben. Wir teilen uns auf. Ah, wir teilen uns auf, ne? Wir müssen sehen, was sie tun. Ich sage, wir greifen sie direkt an. Begraben wir unsere Feinde. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Wie nach mir? Haben wir nicht gesagt, wir teilen uns auf? Da sind sie, da vorne. Geh du voran. Ja, ja. Lady first. Ja, ja, ich verstehe. Velio. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Ranrocks Anhänger meinen es ernst. No, hier ist doch gar keiner. Zauberer und Hexen werden ausgemerzt. Revelio. Können wir uns hier rumschleichen? Ja, können wir. Erstmal so viele ausschalten, wie es geht. Ich habe nicht so viele Heiltränke dabei, sehe ich. Gerade. Das ist eine gute Mahlzeit. Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Dieses Mal habt ihr einen Eindringling. Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Revelio! So, kommen wir uns noch eben schnell hier oben. Bevor wir in die Mine reingehen. Vermute mal, dass wir in die Mine gehen, jawohl. Wir sollen nämlich in die Mine reingehen. Ja.
Hier ist sonst nichts mehr, ne? War hier oben noch was? Nee. Revelio. Ja, ne? Dann gehen wir mal in die Mine rein. Ich denke doch, dass das hier der Eingang zur Mine ist. Oder auch nicht. Na gut. Da mussten wir mit dem Fahrstuhl da hinten fahren. Ne, da hinten ist der Mineingang. Ah, ein ganzes Stück. Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ja, in der Tat. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Vielleicht finden wir einen anderen Weg vorbei. Herumschleichen hat was für sich. Dieser Tag ist schon viel zu lang. Revelio. Wenn wir wenigstens ein paar ausgeschaltet kriegen. Was ist da los? Oh ne, den nicht. Oh, ich glaube, wir werden entdeckt. Wir werden entdeckt. Gestorben? Ich glaub das nicht! Na gut. Auf ein neues. Nee, jetzt auch nicht. Wir müssen den ganzen Abschnitt nochmal. Nee, müssen wir nicht. Ich dachte gerade schon. Wir müssten jetzt hier alles nochmal komplett machen. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen. Oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Vielleicht finden wir einen anderen Weg vorbei. Herumschleichen hat was für sich. Wir besiegen die Welt der Zauberei. Oh, diesmal direkt kurz im Prozess hier. Ich werde nicht ruhen. Warum bist du nicht weggerannt? Warum soll ich denn wegrennen? So, aber den einen Zauber, den müssen wir gleich austauschen. Den nämlich. Ah! Hat doch noch keiner. Das ist ein bisschen weg. Kommst du nicht davon? Revelio. Noch einer hier? Nee, ne? Gut. Mal eben alles ein oder kannst was? Du musst noch einer sein. Da hinten. Das war's mit dem Spaß. Spaß ist ein dehnbarer Begriff. Wie wahr? Das war relativ spaßig. Revelio. Was hast du Spaß gemacht? Ich weiß gar nicht, was ihr habt.
So, Binden 2 haben wir gefunden. Was haben wir dann hier noch Schönes? Ich glaube, das haben wir alles, ne? Dann haben wir alles gefunden hier. Kann es ja weitergehen. Achso, den Zauber wollte ich noch austauschen. Den finde ich nicht so schön. Hab lieber sowas hier, was Schaden macht. Oh, hier gibt es bestimmt wieder Spinnen. Das bin ich ja schon gewohnt. Revelio. So. Ab in die Mine. Oh, hat uns hier erwartet. Sind wir wohl oder übel drin? Ach. Ist diese Mine gleicht einer Gruft? Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich warum. Unter die armen Kerle hier. Müssen da ja nicht so rumhängen. Da sind keine Kobolde in den Netzen. Revelio. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Kobolde, alles gibt's hier. Oh oh, hier gibt's keinen Weg zurück, Leute. Anhängern sind hier. Zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Hinten geht's gleich weiter. Revelio. So, wir schauen uns erst noch hier unten. So. Dieser Vorsprung ist wirklich hoch. Vorschläge? Ja, ja, ich habe Vorschläge, aber wir schauen uns hier erst noch mal weiter um. Ein Mistviecher hier. So, Amril, konnte ich jetzt gar nicht so schnell lesen. Das stand, können aber mal eben nachschauen. So. Hier gewesen sein, ne? Nee. Oh, wo ist es? Wo ist es? Da. Amilasperen, Modelle eines Himmelsglobus. Ah,
war das. Okay. Kein Wunder, dass sich Leute vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die harten Backen, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Ja, wenn du meinst. Da geht's weiter. Okay, dann schauen wir uns hier erstmal um. Weil da kommen wir, glaube ich, so schnell nicht wieder hoch. Rebellion. Hier ist nichts mehr, ne? Nee. So, dann wollen wir mal nicht zu tiefer gehen. Umwerfend. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Fledermäuse, Ratten, Spinnen. Ja, wobei Fledermäuse ja eigentlich ganz süß sind, ne? Hier dran kommen? Ja. Die Brücke hat schon bessere Tage gesehen. Ich hätte euch ja gerne ins Wasser zurückgeschubst, aber irgendwie scheint das nicht zu gehen. Revelio. Guck mal, jetzt hier hoch. Da kommen wir hoch. Geht's auch noch mal weiter. Und ich weiß, wir sollen damit dahin. Die Brücke zu reparieren? Ja, machen wir auch gleich. Ich will aber erst mich hier umsehen, mein Freund. Vielleicht finden wir ja noch ein paar interessante Sachen. Aha, da hinten gibt es auf jeden Fall schon mal größere Spinnen auch noch. Eine riesige Höhle hier. Falsch, falsch. Reparo. Weiter. Tote Kobolde, das heißt, bedeutet nie was Gutes. Gehen in Sammlungsmenü. Achso, ich wusste es doch. Wieso noch, glaube ich. Ganz mies drauf. So, komm her. Hau dich. Na gut, dann bleib da hinten. Verreckt. Was? Das oder kommt noch eine? Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen.
Revelio. Ja gut. Oh, hier liegt doch noch was. Wir werden schnell mit Ihnen fertig. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat. Renrocks Anhänger haben praktisch den Krieg erklärt. Nee, da sollen wir hin, dann gehen wir jetzt hier lang. Ach, shit, die habe ich ja total übersehen. Raus hier. Nein, oder? Lumos. Da bin ich einfach blind reingelaufen. Contringo. Jetzt kommst du auch. Revelio. So, kleine gerahmtes Gemälde stand da, glaube ich. Lumos. So, da auch noch einen nicht identifizierten Hut bekommen. Kurz und schmerzlos. Noch mehr? Ohne Fahrschein hier? Revelio. Ja, aber ich... Oh, wir bekommen hier noch mit Sicherheit einen Boss-Side. Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablenkung. Da sind Kobolde. Revelio. Da ist noch eine Truhe. Der nächste Kampf steht uns bevor. Warum bin ich nicht überrascht? Da ist eine Truhe. Wie kommen wir denn da hin? Will die vielleicht vorher irgendwo übersehen? Wahrscheinlich, ne? Weil von hier kommen wir natürlich nicht dran. Na gut. So, nächster Kampf. Revelio. Da sind schon ein paar, ne? Ein Moment. Pass auf, pass auf. Komm, wir versuchen es. Ein lästiger Mensch. Okay. Hat nicht so geklappt, wie wir das wollten. Now,
jetzt kommen wir mal spinnen. Livio! Livio! Ringo! 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 Ja, klar! Aber ist ja nur eine kleine. Ein Mistviecher hier. Sind wahre Helden. Und es macht viel mehr Spaß. Jawoll! Wir Slytherins sind wahre Helden. Den Spruch finde ich gut. Revelio. Auch noch was versteckt? Confringo! Jetzt können wir uns endlich in Ruhe umsehen. Okay, da muss noch einer sein. Garantiert. Revelio. Ein Runensymbol. Über der Höhlentür. Seinmals Anhänger haben es nicht erkannt. Accio. Confringo. Den jetzt erwischt, ja. Was soll das denn? Würde mich nicht wundern, wenn wir noch mehr Runensymbole finden. Noch mehr? Revelio. Weißt du? Na gut, dann schauen wir uns Revelio. Hier mal weiter um. So, kommen wir hier so hoch? Nee, da brauchen wir wahrscheinlich die Kiste für. Reparo. Diese Runen müssen irgendwie zusammenhängen. Triff sie noch schneller. Eins, warte mal. Unerwartet. Revelio. Haben wir ein Buch? Komm mal rein. Isidoras Tagebucheintrag 3 von 7. Okay. Wie von einem regnerischen Schleier befreit, kehrte die Welt zu mir zurück. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich kann mich nur an seine Augen erinnern. Leer. Ja, leer vor Trauer, aber auch, ich entsinne mich, dass ich eine gewisse
Euphorie verspürte, als der Schmerz verging. Aber dann begann alles, sich zu drehen. Ich muss mir den Kopf verletzt haben, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ersetzen, noch eine sehen. Aber der Schmerz ist beispiellos. Ich kann nur hoffen, dass es nicht der schwarze Tod ist. Wenigstens hat er keine Schmerzen mehr. Was hast du da? Einen Tagebucheintrag von Isadora. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Oh, ein bisschen optimistisch. Sebastian, ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Revelio. Trotzdem, irgendwas an diesem Ort ist komisch. Ja, ich befürchte auch, dass uns hier noch irgendwas erwartet. Und hier sind auch überall so Symbole in die Wände reingekratzt, ne? Auch. So, wir sollen mit Sebastian sprechen. Wo ist er denn? Ja. Wenn uns das Triptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morganach hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem Anwesen in Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isadora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Gut, und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Sehen wir uns doch mal um. Nutze den magischen Gang. Revelio. No, da ist er doch. Das ist der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und was ist die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Oh, noch mehr Ärger, ja, da stehen wir doch drauf. Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ein Kobold namens Lodok. Man hat mich gebeten, nichts zu sagen. Jemand, der Renrock persönlich kennt. Ich wurde gebeten, den Namen nicht zu nennen. Ein Kobold? Sag, dass ich mich irre. Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde. Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Wer ist denn jetzt hier ignorant, hä? Du weißt nicht, was du da redest. Atme mal kurz durch. Oh, ich weiß genau, was ich sage. Unglaublich. So, Auftrag abgeschlossen, im Schatten der Mine. Ja, liebe Freunde, die Zeit ist auch um. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lataxis. Bye, bye.